Zukunft vorhersagen? Wohin führt denn das und wie kann das enden? Bist du schon mal mit Wahrsager in Kontakt gekommen? Wenn nicht, dann zähle ich dir jetzt mal ein paar Praktiken auf, damit du klar sagen kannst, okay, ja oder nein. Astrologie, Kartenlesen, Handlesen, Hellsehen, Numerologie, Tischelrücken, Pendeln und da gibt es noch einige mehr Praktiken. Ich und meine Mutter hatten damit zu tun und ich muss heute noch aufpassen, dass ich mich nicht wieder in die Situation bringe, diese Techniken zu verwenden, statt dass ich erst Gott oder Jesus frage, mit dem guten Gewissen, dass ich alles bekomme, was ich brauche. Denn eins ist klar, funktionieren tun diese Dinge sehr, sehr gut. Und hast du es griffbereit, ist schnell wieder die Macht des Gewohnten gegenwärtig. Doch was für einen hohen Preis müssen wir am Ende dafür zahlen? Den Kontakt mit diesen Techniken, der wird uns nämlich sehr einfach gemacht. Hinter dieser Verlockung versteckt sich nämlich der Preis, innere Unruhe, Feindseligkeit gegenüber Kritikern und immer auf der Suche nach mehr und mehr und mehr zornige und negative Gedanken, denn den Gedanken, du bist nichts. Das war zwar kein Dauerzustand, doch immer wieder kam er schubweise und das lässt dich wenig schlafen. Das Ganze, bis Jesus in mein Leben kam. Und in meiner größten Verzweiflung fand ich plötzlich Halt und wunderbare Ruhe. In dieser Ruhe konnte ich auf einmal zwei Seiten klar erkennen. Denn seine Seele verkauft man ab dem Zeitpunkt, ab dem man keine zweite Seite mehr sehen will, sondern mit der Massenverführung mittreibt. Und mit seinem egozentrischen Starrsinn, dass man alles aus eigener Kraft und eigener Klugheit und Energie, dass man das bewältigen kann und vergisst natürlich total, dass Gottes Segen dich täglich aufwachen lässt und du es hochmutig ignorierst. Du brauchst nichts speziell für Gott zu tun. Doch ignoriere ihn nicht. Das ist der Unterschied zwischen diesen zwei Mächten. Denn Satan braucht dein ständiges Tun. Und je mehr du da rein dich reinhängst und machst und tust und dich dabei komplett vergisst und natürlich auch die Natur und alles Schöne, was Gott erschaffen hat, da bist du wirklich verloren. Mein Tipp: Wenn du jeden Tag getrieben und innerlich unruhig bist, dann lade Jesus zu dir ein und sag: Komm zu mir. Ich kann nicht mehr. Vielleicht kannst du es nicht gleich, weil die Tiefschläge noch nicht hart genug waren. Doch wenn es an der Zeit ist, kannst du ihm alles anvertrauen, zu jeder Zeit. Wirklich, Tag und Nacht kannst du zu ihm kommen, egal was es ist und was immer du auch getan hast. Er wird dir verzeihen und er wird dir helfen. Ich hoffe, dass es vielleicht auch ohne Tiefschläge geht, dass du zu ihm wiederfindest. Und ich wünsche dir natürlich nichts sehnlicher als Gottes Segen und Gottes Frieden. Alles Liebe, eure Alex.